Ihr zwei seid absolute Profi-Bodybuilder, Kraftsportler und ich glaube, man sieht. Da hat man immer weniger Bock drauf. Die erste FIBO als Besucher war 1991. Da habe ich damals gesehen, Dorian Yates im Gastauftritt, Vince Comerford, Achim Albrecht. Wo auch ein sehr guter Freund von mir ist. Wenn man 50 Milligramm reingeballert, dann war stabil. Hallo erstmal. Jake hat trainiert heute. Also, verpiss dich. Alles gut und viel Erfolg für dich. Super, gerne. Ich habe mich mit meiner Firma auch entschlossen, hier nicht herzukommen, weil zu wenig was tun. Das geht nicht. Naja, kriegst du ja. Dann mach das Beste draus. Mach das Beste draus. Eben, machen wir jetzt ein bisschen Stimmung. Ja. Wenn er jetzt noch Muskeln hat, dann wird er super aussehen. So, wir fressen jetzt Hackfleischsoße und Spaghetti. Stimmt es, dass ihr voll mit Anabolika seid? Ja, finde ich richtig geil. Du musst extrem fressen, schlafen, Chemie, nochmal schlafen und nochmal spritzen. Du Schlitzpisser. Peters Vater, ja. Hat drei Kinder. Drei Kinder, ja. Tick, Trick und... Krack, oder? Sicher? Denk ruhig nochmal nach. Markus Röhl. Jetzt hab's Klick gemacht. Immer wieder eine Königsaufgabe. Okay, da unterschreibe ich. So, und dann wird gemixt. Aber guck dir diese Arme an. Boah, Alter, unheimlich nervig. Könnt ihr noch einmal zusammen anspannen? Könnt ihr noch einmal? Alter, geh mir nicht auf den Sack. No, das mach ich nicht. Ja, FIBO ist schwierig. Ich hab keinen Bock mehr. Macht's gut, bis dann. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich grad fest trainier und scheiß. Alles gleichzeitig, aber ja, nicht weiter sagen. Ey, sonst stopf ich euer Maul noch mit veganem Schweinebraten. Wer will Kinderschokolade? Wer will Kinderschokolade? Wer will Kinderschokolade? Wer will Stanozolol? Wer will Kinderschokolade? Wer will Stanozolol? Snickers?